Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Coaster, eine weitere Folge Community Time am Freitag. Ja, wir machen weiter mit Anna's World, Teil 3 heute und ich könnte mir vorstellen, dass es eventuell der letzte wird, denn uns steht jetzt nur noch Coaster Island bevor, was für mich persönlich aber gerade nach dem geilsten Part des Parks aussieht. Muss ich jetzt wirklich mal so deftig ausdrücken, weil das sieht richtig nice aus. Ah, es sieht richtig, richtig nice aus. Oder? Guckt euch das mal an. Klar hilft dann natürlich auch das Spiel, weil sich das alles so schick im Wasser spiegelt. Aber man muss ja auch erstmal was Schönes bauen, was sich im Wasser spiegeln kann. So, ich bin jetzt extrem gespannt darauf. Und möchte auch nochmal eben was ausprobieren. Nicht Tegit. Tegit. Warum geht denn das wieder nicht? Das ging doch jetzt mal. Warum geht denn das jetzt wieder nicht? Oder gebe ich das falsch ein? Das nervt mich. Das war jetzt so cool. Ja, Coaster Island. Hereinspaziert, hereinspaziert. Ich würde sagen, wir fangen direkt mal hier vorne an bei dem Storch. Ich finde das ja sehr, sehr cool, diese Achterbahn an sich, dieser Stil. Den finde ich einfach total Hammer. Hier. Sehr, sehr cool. Die Station hier, ich liebe ja dieses Material. Da habe ich ja meine kompletten, aus diesem Dach und aus diesem Holz habe ich ja meinen kompletten norwegischen Stil gebaut. Und daher gefällt mir das schon mal sehr, sehr gut. So, gucken wir mal. Wir sitzen im linken Wagen auf dem ersten Platz. Und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt aussieht. Wenn man übrigens die Zeit langsamer oder schneller schalten will per Tastenkürzel, dann geht das mit O. Ihr habt die Standardgeschwindigkeit, dann könnt ihr auf mittlere schalten oder auf schnelle. Und wenn ihr dann nochmal O drückt, dann kommt ihr wieder auf die Standardgeschwindigkeit. So, da war ich nämlich nachgefragt worden. So, und jetzt bin ich echt mal gespannt. Ich bin diesen Typ Achterbahn, bin ich noch nie gefahren in Planet Coaster. Also in echt auch nicht, weil ich so Wagen noch nie gesehen habe. Ich finde es richtig cool. Gibt es bestimmt auch in echt. Ich glaube, Planet Coaster, ich glaube, das Frontier-Team hat alles so gemacht, wie es das auch in echt gibt. Ach cool, guck mal, wie das da mitschwingt. Boah, ist das nice. Das ist ja cool. Oh Gott, ein interessantes Fahrgefühl muss das sein. Ein bisschen schwungvoll, aber ich würde, also jetzt nicht die Bahn, das liegt halt an den Wagen, dass es so ist, wie es ist. Das würde ich ja voll gerne in echt mal fahren. Die ist ja cool. Kurz und knackig, aber finde ich richtig nice. Was sagt ihr dazu? So mit diesen wackelnden Gondeln da drin? Finde ich ja mal richtig nice. Richtig, richtig cool. Ja, schön. Hier haben wir erstmal so einen größeren Platz mit zwei Brunnen. Da fehlt mir vielleicht noch so ein bisschen Grünzeug, ein paar Blümchen oder sowas um die Brunnen drumherum. Hier geht es aber wieder sehr, sehr schön weiter mit dem Weg links und rechts mit Bäumen. Ihr kennt mich, ich liebe Bäume. Das ist für mich ultra wichtig. Hier haben wir eine Achterbahn. Warum geht denn da keiner drauf? Sieht mir zu rasant aus. Der blanke Tod. Ich finde, dass die jetzt so von außen überhaupt nicht großartig rasant. Also schon rasant, aber nicht zu rasant. Gucken wir uns das Ganze doch mal an. Hier fährt gerade ein Wagen los. Dann fahren wir zwar in einem nicht besetzten Wagen, weil keiner damit fahren will. Aber das möchte ich mir doch jetzt mal selber anschauen, weil von außen sieht sie eigentlich sehr interessant aus, finde ich. Oder was meint ihr? Jetzt bin ich doch mal auf das Fahrgefühl gespannt. Ob hier die Besucher des Parks wieder mal nur überdramatisieren. Kann ja auch sein. Ich finde sowieso immer, dass die Besucher in den Parks immer viele Sachen zu schnell, zu intensiv finden und dann sagen, was, bist du bescheuert, damit fahre ich nicht. Ich riskiere doch nicht mein Leben, so nach dem Motto. So, jetzt bin ich mal gespannt. So, sieht nach einem interessanten Start aus. Ah, und es leckt. Boah, das ist eine coole Drehung. Jetzt hier, ouch, ouch, ich habe Äste im Gesicht. Man entferne bitte den Ast aus meinem Auge. Ihr, so weit, so gut. Bislang würde ich das definitiv im Real Life auch fahren, bis auf die Büsche im Tunnel. Ich glaube, die würden ein bisschen wehtun und ein paar Narben hinterlassen. Aber sonst, die Bahn an sich finde ich eigentlich bislang sehr cool. Was haben die Besucher hier denn? Ich finde die durchaus nice. Also wenn hier jetzt nicht gleich noch was ganz Halsbrecherisches kommt, dann kann ich das ja mal so gar nicht nachvollziehen, was die Besucher hier wieder für Mimöschen sind.
Aber Mimosen sind schöne Gewächse. Wow. Schön. Senkrecht runter. Jetzt hier nochmal in den Looping, der sehr, sehr weich gebaut ist. Gefällt mir. Direkt noch ein Looping im Anschluss. Okay, am Ende ist sie vielleicht ein bisschen flott, aber da sehen wir schon, da sind schon quasi auf jedem Streckenabschnitt Bremsen verbaut. Ich weiß nicht, ob man die dann noch großartig weiter runterbremsen kann, aber ganz ehrlich, Leute, findet ihr die extrem? Sie hat Inversionen drin, ja, sie geht über Kopf, sie ist schnell, aber ich finde sie jetzt auf keinen Fall zu extrem. Ich finde sie sehr, sehr cool. Und die werde ich mir auch mal als Blueprint speichern, die gefällt mir nämlich. Warte mal, warte mal, warte mal. Wie hat Anna sie genannt? Der blanke Tod war das. Da, 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 da. Da, 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 da. Okay. Warte mal, kann ich das nicht vielleicht mit Bäumchen hier? Weil die Bäumchen gefallen mir gerade auch ganz gut. Warte mal, nee, wenn ich das jetzt so mache, dann ist ja die blaue Bahn mit dabei. Und jetzt ist die da hinten noch mit dabei. Das wollte ich eigentlich auch nicht. So vielleicht. Und das jetzt als Bauplan speichern. So, dann haben wir dann nämlich schon mal ein paar Bäumchen noch mit dabei. Weil ich finde die eigentlich sehr cool. Der blanke Tod bei Anna. Ich hatte jetzt einfach mal nur irgendwas rein. Das ist jetzt für mich persönlich. Ich lade das ja jetzt nicht hoch, weil ich will natürlich keine fremden Baupläne hier hochladen in meinem Namen. Aber ich möchte mir gerne den Bauplan abspeichern, damit ich den vielleicht mal für zukünftige Parks noch habe. Denn die gefällt mir sehr, sehr gut. Dann könnte man ja vielleicht mal noch gemeinsam überlegen, an welchen Punkten die zu extrem ist. Gibt es ja auch wieder so ein... Testen. Genau, hier sieht man das. Geschwindigkeit, Nervenkitzel. Echt, in dem Tunnel geht der schon so hoch? Naja, wenn man die dann mal noch in einem anderen Park übernimmt, kann man ja dieses Diagramm mal genauer auswerten und gucken, an welcher Stelle es den Leuten dann vielleicht ein Ticken zu extrem ist. Weil das ist schade, dass die nicht besucht wird. Die ist richtig nice. Gefällt mir. So, hier hinten der ganze Parkbereich ist leider sehr wenig besucht. Ich will mit Kids geht hier drauf fahren, haben 4% der Gäste gesagt. Wir können auch gerade direkt mal losfahren, da ist nämlich ein Wagen gerade auf dem Lift. So eine kleine Raupe, das ist die Wendigo-Bahn, ne? Finde ich auch immer wieder cool. Ist doch eigentlich auch ganz süß vom Theming her. Da ein bisschen wackelig. Huch, das war jetzt ein Wackeln im Spiel. Das war ein Leck. Das hat nichts mit der Achterbahn zu tun gehabt. Yeah. Ich mag ja diese Passagen, wo man das Gefühl hat, man muss den Kopf einziehen. Diese Headshopper nennt sich das ja. Es ist auch schade, dass hier so wenig los ist. Die gefällt mir nämlich eigentlich auch gut. Finde ich schön gelöst. Aber ist ja auch so gut wie gar nichts los. Schade drum. Weil auch die gefällt mir eigentlich gut. Ich meine, die ist jetzt für mich persönlich nicht so special, dass ich jetzt hier sagen würde, die muss ich unbedingt abspeichern, wie der blanke Tod. Aber das ist schade, dass hier nur so wenig Leute sind. Die ist definitiv unterbesucht, finde ich. Ist ja blöd. Ja, zwei Achterbahnen haben wir hier noch. Eine Holzachterbahn und dann so eine Bahn, wo man drunter hängt. Wie heißt das nochmal? Inverted Coaster? Ich glaube. So, die sind jetzt aber gerade beide schon unterwegs, deswegen beschleunige ich gerade mal. Ach, warte mal, stopp. Da fährt gerade einer hoch. Warte mal, sind wir jetzt hinten im Wagen hier? Nö, sind wir nicht. Warte mal.
Zug 4. Zug 4 steht hier gerade vorne. So, dann fahren wir mal los. Ich bin gespannt. Also bislang gefällt mir hier dieser Coaster Island Bereich dieses Parks tatsächlich am besten. Muss ich sagen. Gerade ist das wirklich mein Lieblingspart. Wie seht ihr das? Was gefällt euch davon am besten? Könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben. So. Übrigens habe ich jetzt auch ganz oft die Frage gelesen, was man machen muss, damit ich die Sachen auch mal zeige. Momentan zeige ich ja die Parks. Die Parks strecken sich immer über mehrere Folgen. Wenn ihr möchtet, dass ich Gegenstände oder ganze Parks zeige, dann müsst ihr die einfach im Workshop hochladen unter dem Hashtag, hatte ich Sepp einfach nur gesagt? Ich glaube ja. Wow. Da schreien sie. Oh, die ist cool. Gefällt mir. Das ist auch eine Bahn, die ich mir gerne abspeichern möchte. Die gefällt mir gut. Ach. Sind denn da direkt die Tunnel noch mit bei? Hier unten, wo der Weg eigentlich durchgeht. Warte mal, wie heißt die jetzt? Ich habe wieder nicht geguckt. Ah, heißt die. Okay, ich würde sie anders nennen. Ich nenne sie Black Tornado. Invertierte Achterbahner, ja. Inverted. Ha, habe ich doch eben richtig gelegen. So. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und zu guter Letzt jetzt noch. Hattest du hier mal irgendwas durchgebaut? Sieht so aus. Sieht so aus. So, zu guter Letzt jetzt noch die Holzachterbahn. Wo ist denn da gerade der Wagen? Oh, der fährt gerade hoch. Na dann, können wir ja direkt mitfahren und die rasante Fahrt erleben. Die sieht nämlich auch relativ, relativ flott aus. Von außen. Wegen der großen Höhe. Wow. Die fängt sehr, sehr nice an. Gefällt mir. Ich mag das ja auch, wenn die Achterbahnen so miteinander verwoben sind. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja. Das war ein schöner Richtungswechsel. Der erste war mir ein bisschen zu hektisch vorhin. Der hier jetzt gerade eben perfekt. Ja, und schön abgebremst, bevor man in die Station einfährt und dann so... Und dann ist man langsam. Ihr wisst, was ich meine. Der Holzwurm, die gefällt mir auch sehr gut. Würde ich mir auch gerne abspeichern. So. Holzwurm. Da ist hoffentlich nicht der Wurm drin. So. Ja, gefällt mir definitiv auch sehr, sehr gut. Also hier hinten, das ist absolut mein Favoritenpart. Gefolgt vom Märchenpark. Das sieht nämlich mal so ein bisschen aus, weil das ist ja das, was sind ja Sachen, die Odo entworfen hatte. Aber wirklich auch so die Gestaltung hier hinten vom Märchenpart und und Coaster Island finde ich super. Richtig, richtig schön, klasse. Gefällt mir. Meine abschließende Wertung, ich würde tatsächlich sagen, ich glaube, ich würde abschließend 8 von 10 Punkten geben. Doch, ich glaube schon. Weil nicht alles Marke Eigenbau ist. Es ist noch einiges am Platz, was ich jetzt natürlich nicht negativ werte, aber auch nicht positiv. Da könnten noch Sachen drauf sein, die die Parkwertung nochmal ändern. Mir gefällt der erste Park, den wir uns hier gemeinsam angeschaut haben, sehr, sehr gut. Und ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was haltet ihr dann von dem Park jetzt vom Gesamtbild her? Wie gefällt er euch denn und was für eine Wertung von 1 bis 10 würdet ihr denn geben? Ich bin gespannt.
Das war's für diese Woche erstmal mit Planet Coaster. Am Montag sehen wir uns wieder, dann bauen wir weiter an der Go-Kart-Bahn. Und damit wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!